Und schauen zu, wie Serpent Man geraped wird. Ach nee, wir haben ihn schon getötet. Genau. Sollen wir jetzt wieder nach unten gehen? Wäre das klug? Ich würde mal sagen, nein. Wir könnten es aber machen. Ich überlege gerade. Scheiß drauf. Wir gehen nach unten. Wir haben ja eh den Shortcut geöffnet. Alles ist im grünen Bereich. So. Steht natürlich jetzt die Möglichkeit, dass ich keine der Zellen oder hier einige der Zellen nicht aufkriegen werde. Aber ich mache nur die relevanten auf. So, was haben wir denn hier? Hallöchen. You seem quite easy. A rare thing in these times. I am Logan. I'm a bit cooped up, as you can see. I have bright ideas of mold and empty hand. This place is another. Das könnte ich machen. Da muss mir jetzt aber was Gutes tun. Oh, heavens. Thank you. And afterwards, but I must log a few things first and speak with me. Tu das, tu das, tu das. So. Hier befindet sich eine Seele des Helden. Toller Held, der einfach mal in einer Zelle verkommen ist. Wunderschöne Landschaft. So, hier unten ist übrigens nur Abgrund. Oder? Ist da Wasser? So wie Titanite Demon Style? Ich denke nicht. Okay. Leider müssen wir jetzt wieder diesen Weg gehen. Kommen hier jetzt Steine runter? Natürlich kommen hier Steine runter. Wahrscheinlich habe ich die Vorrichtung auch genau in diese Richtung gedreht. So ein Held wie ich bin, könnte ich mir das schon gut vorstellen, ja. Das ist übrigens ein toller Shortcut, wenn man... Okay. Wenn man eher so hier so hingeht, ne? Ihr versteht. Nee, müsst ihr nicht verstehen. Keine Sorge. Ihr verpasst nichts Wichtiges. Aus meinem unglaublichen Wissen. Wissensschatz dieses Spiels. So. Immer außenrum lang gehen, kein Risiko eingehen. So. Ah, diese Stelle. Jetzt wird's lustig. Okay. Ich lebe noch. Dich besiege ich später. Oder? Habe ich dich jetzt schon gezogen? Ich glaube, ich habe dich jetzt schon gezogen. Dann muss ich dich wohl jetzt umbringen. Wollte ich eigentlich auf später verschieben. Hast du toll gemacht. So. Und dann dieser Kerl hier. Okay. Zwei große Titanite-Charts. Hast du was gedroppt? Nö. Okay. Dann tu doch nicht so, als hättest du was gedroppt. Mann. Oh boy. Natürlich habe ich gerade keinen Fernkampfzauber ausgerüstet. Ich will eigentlich wirklich kein Risiko eingehen. Habe ich irgendwas Schönes? Nö. Ich habe nicht mal einen Bogen.
Unglaublich. Warum stehst du da jetzt nur so? Suspekt. Spawnfire ist nicht mehr weit. Wir können es schaffen. Schießen Sie Ihren... Genau, nee, ich wollte ja machen, dass er das nicht mehr macht. Hör mal auf. Hörst du auf? Hört auf. Gut. Und jetzt rennen! Gut. Yes! Success! Wie sieht's aus? Ich brauche immer noch ein Titanite Lab. So sieht's aus. Nun gut. Als erstes möchte ich jetzt hier so runter. Sehen, was es hier unten gibt. Für Gegner. Genau, ein Boulder-Typen. Mist! Au! Du musst sterben! Oh, der hat mehr HP als seine Artgenossen. Droppt aber dasselbe. Toll. Oh! Ey, nicht treten. Was fällt dir ein? Oh, Flame Stoutplate Ring. Feuerresistenz. Sehr schön. Aber bringt jetzt nicht mehr so viel. Gegen Killark hätte das mehr gebracht. Aber die denken sich so, nö, wir geben dir den Ring erst nach Killark. Also du hörst auf, oder? Ja, du hörst auf. Wir wollen ja nicht, dass du hier etwas nach mir wirfst, ne? Das wäre unschön. So. Er kann, glaube ich, auch auf diesen Steg hier werfen, also aufpassen. Einfach aufpassen. Nein! Oh mein Gott! Stirb einfach. I don't have time for your shenanigans! Hier gibt's doch gar nichts. Was bewacht dieser Gegner? Nichts. Super. Oh. Kratzi kratz. Wo war der Schlüssel nochmal? War er nicht bei Ricardo? Oder wie er hieß? Und seinem... Degen. One Hit finde ich sehr schön. Hier oben ist auf jeden Fall Mr. Giant. Oh. Ach du Scheiße. Damit habe ich eigentlich jetzt nicht gerechnet. Wie viel Leben hat der Kerl denn? Nö. Ich trinke jetzt was.
Hi. Kannst du mal bitte dein... Ah, okay. Ein epischer Schlag. So. Boom. Boom. Ich habe ziemlich viele Seelen, fällt mir so gerade so auf. Aber natürlich habe ich meine... Ich habe nicht alle meine Seelen im Inventar verschwendet. Jedenfalls noch nicht. Naja. Falls wir beim Iron Golem sterben sollten, werde ich erstmal Science Fortress weiter erkunden. Was heißt erkunden? Ich kenn's ja im Prinzip schon alles, aber... Noch ein paar Items holen, ne? Kann es sein, dass der Iron Golem einer der einzigen Bosse ohne Cutscene ist? Naja, nicht einer der einzigen, aber... So einer der Hauptbosse! Wäre das hier ein Stream, würde ich sagen, das braucht ein Highlight. Daraus muss man einen neuen Meme erschaffen. Ich habe den Boss Mania Crystal bekämpft. Das heißt dann, bin in den Bosskampf gegangen, um dann direkt Suizid zu begehen. Wundervoll. Hallo, großer, schwerer Ritter, von dem ich nicht mal weiß, woher er überhaupt kommt. Oh! Nein, 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 nein. Warum droppst du nichts? Mistkerl. So. Lasst uns Ricardo besiegen. Oder wie auch immer er hieß. Da steht er. Hey, können wir doch nicht irgendwie... Können wir nicht irgendwie was aushandeln? Nein! Okay. Oh mein Gott! Ich hasse ihn. Kann nicht wahr sein. Ho! Ey. Hast du davon, wenn du mich Ungläubigen nennst? Rickard, einfach nur, okay. Und das ist ein Rapier, kein Degen, okay. Also Leute, besorgt euch keinen Rapier, sonst denken alle Leute, ihr würdet gerne Leute rapen. Divine Blessing. So, wo waren jetzt dieser Zellenring für den Transport nach unten? Wo war dieser vermaledeite Ring? War er bei... beim Händlertypen? Schnee mal an, wir müssen es herausfinden. Also finden wir es heraus. Ich überlege gerade, ob ich den Sprung schaffen werde, wenn ich nichts auslege. Das ist hier die Frage, nicht wahr? Ich denke, ich werde das Risiko eingehen. Ist ja nochmal gut gegangen. Hallo. Hey. Hallo. Alles okay? Ah, what? What? Who are you? Ah, another undead. I took my sense fortress alone, but I'm no different from those vile creatures. I was... Ah, you think we're different? Yes, I remember that feeling. So, let me help you out with your souls. Mal eine Frage.
Wie zur Hölle hast du Sans Forges alleine... Wie hast du dich alleine hier durchbekämpft, wenn die Tore bis gerade geschlossen waren? Nun gut, was verkaufst du alles? Oh, du verkaufst alles mit einem enormen Preis. Willst du mich verarschen? Hey, du droppst... Warum hast du Katharinas Rüstung? Ist das, weil ich ihn getötet habe, oder wie? Ich finde es auch nicht so eine gute Rüstung. Dann hat er den Spell Stoneplate Ring und den Thunder Stoneplate Ring. Ich wusste gar nicht, dass es irgendwelche NPCs gibt, die Ringe verkaufen. Nun gut. There's nothing more to say. I'm finished. We're both on the brink, you see. End of story. You bloody fool. Ah, jetzt aber. Nothing at all. Pessimistisch. Ganz schön pessimistisch, Freund. So kommst du hier nicht weiter. So. Mann, das ist aber eine tiefe Treppe. Wenn ich da beim Aufstieg runterfalle, werde ich sehr traurig sein. Oh! Lag da nicht der Ring? Der Schlüssel, meine ich. Ja! Wo sind wir jetzt überhaupt so perspektivisch gesehen? Interessant! Jetzt mal also da, wo wir den Stein rausrollen sehen konnten. Im Mechanismusturm. Da gab es ja so vier Wege, wo man den Stein rauslenken konnte. Und einer davon hat einen Blick auf diese Brücke gelenkt. Freigegeben. Wenn ich nicht wüsste, dass dieser Ort einfach nur da ist, um die Untoten zu testen, würde ich sagen, welcher Depp hat dieses Schloss architekturiert? Ist das ein Wort? Wer war der Architekt dieses Schlosses? So. Tschüss, geh weg. War schön mit dir, aber jetzt müssen wir uns verabschieden. Oh, vorsichtig. Weglaufen bringt nichts. Hey, meine Seelen. Sind sogar noch vor der Boss-Tür, so schnell bin ich gestorben. Hey, ich könnte Level upen. Jetzt könnte ich es noch. Wenn ich jetzt den Boss versuche zu besiegen, dann kann ich es nicht mehr. Ich mach's. Better safe than sorry. Nicht wahr? Genau. Ist ja auch nicht weit. Oh, das wäre ins Auge gegangen, beinahe. Beziehungsweise auf die Füße, ihr versteht. So. Oh, knapp. Faith. Wir sind Level 100. Yay! Dö, 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 dö. Heute müssen wir feiern. Ich erschaffe ein neues Lied. Heute müssen wir feiern, feiern, feiern. Heute werden wir feiern, feiern, feiern. Okay. Ich muss mir bessere Dinge einfallen lassen. Wieso schafft es dieser Song nicht, bis auf die besten Liste aller Feier-Songs? So nicht. Ich überlege gerade, ob ich das Bonfire mal nicht... Nee, da muss ich an Gegnern vorbei. Hier muss ich an keinem Gegner vorbei. Außer halt ihm hier, aber an ihm muss ich ja sowieso vorbei. Ist egal, welchen Weg ich nehme. Ich wusste, dass er das macht. Das war mir klar. So, mein Freund. Take it on!
take me on.